Ja, hallo und willkommen zum dritten Teil des Blender-Tutorials. Wir bauen einen Hydrant. Heute geht es darum, unser Modell, das wir modelliert haben und umgewrappt haben, zu exportieren, aus Blender exportieren und dann mit Substance Painter zu texturieren. Das ist die neue Technologie des Texturieren. Anstatt über Photoshop kann man das mit Tools wie Substance Painter oder 3D Code machen. Mir gefällt Substance Painter besser, weil es ähnlich ist wie Photoshop und Adobe Tools oder auch GIMP oder PaintNet. Und 3D Code hat eine etwas andere Philosophie. Substance Painter kann man hier downloaden. Ich zeige das euch schnell, wenn ich das finde. Oder wenn ich euch das so zeigen kann. Ich werde den Link auch euch zur Verfügung stellen in meinem YouTube-Kanal. Kann ich das machen? Bin ich zu blöde? Nein, das geht schon. So, hier. Vielleicht geht das auf dieser Homepage von Allegorithmic, das ist der Hersteller, www.allegorithmic.com, könnt ihr hier bei Download bei klicken und dann bei Substance Painter den jeweiligen Download für Windows, Mac und Linux. Und es gibt auch Education Licenses für Studenten. Man kann die Preise anschauen, man kann also der Painter kostet für Studenten $129. Oder man besorgt sich das auf irgendeine Weise. Okay, wie gesagt, Download und dann habt ihr eine 30 Tage Trial-Lizenz, um das zu probieren. Und wenn euch das zusagt, dann könnt ihr euch immer das noch entscheiden, ob ihr das kaufen möchtet oder nicht. Gut. Für die Vorbereitung für Substance Painter, es ist wichtig, dass hier das Material gesetzt wird auf dem Modell. Dafür vergewissern wir uns nochmals, ich mache das etwas breiter, dass wir ein Material haben. Im Moment haben wir diese Checkerboard Textur, damit wir sehen, ob das alles regelmäßig die Texel Density gesetzt wurde. Das können wir hier löschen, diesen Material mit Shift und Klick hier. Ich muss noch meine Keypress starten, damit ihr seht, was ich mache. Also mit Shift und Klick auf dem Minus das Material löschen und dann sagen wir hier New und hier wechseln wir auf ein Rot oder so ungefähr und dann sagen wir mit einem Doppelklick hier, und das habe ich mir angewöhnt, mein Material beginnt immer mit Matt und dann der Name des Objekts oder des Teils. Wieso, dass ich das mache, damit ich in andere Programme sehe, dass das Material ist und nicht das Objekt. Wenn wir das gemacht haben, dann können wir
das Pfeilhydrant wählen und wichtig ist, dass keine Lampe, keine Kamera gewählt wird. Wie mache ich das? Ich habe mir angewöhnt, meine Kamera und meine Lampe in einem weiteren Layer zu verstecken, damit sie nicht immer vorhanden sind. Aber ich sehe gerade, dass ich meine Layer hier zur Verfügung habe, also nicht im Edit Mode, sondern nur im Objektmodus, und da unten sind die Layer und ich habe mir Lampe und Kamera hier hingemoved. Das brauchen wir normalerweise nicht. Das kann ich euch zeigen, wie das geht. Voilà. Üblicherweise ist alles defaultmäßig, also Standard hier, wenn ihr Blender öffnet und startet, das ist die Lampe und das ist die Kamera, die so dargestellt wird. Und man kann sie auf einem anderen Layer setzen, damit sie nicht im Weg ist und irrtümlich gewählt wird beim Exportieren. Ich habe mir das so daran gewöhnt. Ihr könnt das machen. Startet euch Blender auf, ohne Bewegung, ohne nichts. Ihr markiert diese und auch ohne Modell, einfach leer. Ihr markiert die Lampe sowie mit Shift die Kamera und dann M für Move. Dann kommt dieses Move to Layer Dialog und dann setzt ihr das auf diesem Layer da unten. Wichtig ist, dass nachher ihr wieder hier auf dem ersten Layer seid. Somit ist das nichts im Weg und wenn man mit A alles wählt, dann ist die Lampe nicht dabei. Man kann sich aber auch gewöhnen, einfach den ganzen Objekt so zu wählen. Und jetzt exportieren wir das in OBJ, Format, damit wir das im Substance Painter importieren können. Für das markiere ich mein Objekt, gehe auf File, Export, Wavefront, OBJ. Wenn das nicht vorhanden ist, dann müsst ihr den Add-on in den File User Preferences noch aktivieren. Und das ist hier bei den Add-on. Man kann hier OBJ eingeben und dann sieht man hier Import, Export, Wavefront, OBJ Format. Das Häkchen muss gesetzt sein und nachher Save User Setting machen. Also File, Export, Wavefront, OBJ. Und hier ist es wichtig, dass man sagt Selection Only, dann wird nur den selektierten Hydrant gemacht und Apply Modifiers, das muss auch gewählt werden. Das ist sehr wichtig. Und dann gibt man einen Namen A. Ich habe das jetzt Hydrant Tutorial gewählt und schon exportiert. Und dann klickt ihr hier auf Export OBJ. Wieso Apply Modifier? Weil hier im Modifier-Menü den Subsurf Modifier immer noch aktiviert ist, sonst wäre er nicht so schön rund. Und den belassen wir so. Im Fall, dass wir noch Änderungen haben, dann ist es besser, wenn das vorhanden ist. Und mit dem Apply Modifiers wird sichergestellt, dass im OBJ-Modell das auch
appliziert wird. Okay, wenn wir das haben, gehen wir in Substance Painter. Das ist hier Substance Painter und wir starten mal hier mit File New. Wichtig ist, dass das Template auf PBR, Metallic, Roughness, Algorithmic steht. Da haben wir verschiedene Varianten, aber wir wählen diesen da. Dann gehen wir hier auf Select, wählen unser Hydrant OBJ, das ist in meinem Fall diesen da. Ja. Dann belassen wir alles so, außer hier die Document Resolution, gehen wir auf 2048 und dann klicken wir OK. Bei mir kommt das, weil ich dann schon geladen habe. Und wenn das alles passiert ist, man sieht, ich habe da Kacke gemacht. Ich habe hier noch den Boden drin, weil der wahrscheinlich ausgeblendet wurde. View. View all. Ob ich das ist. Show hide. Show hidden. Und ich weiß nicht, wieso, dass ich das habe, aber wahrscheinlich ist das falsche. Also machen wir das noch. Export. Export. Wavefront. Hydrant Tutorial. Man kann auch doppelklicken. Und ich habe auch hier den Fehler gemacht, dass ich nur heute scheint nicht so mein Tag zu sein, aber das war, glaube ich, das letzte Mal auch. Okay, Selection Only und Apply und dann Tutorial OBJ. Dann wechseln wir wieder in Substance Painter, New, Select, Hydrant Tutorial, hier auf 2048 und voilà. So, hier ist die Navigation etwas anders als in Blender, aber ähnlich, also mit Alt und linke Maustaste können wir unser Modell so drehen, wie wir wollen. Mit Alt und rechte Maustaste können wir zoomen und mit Shift, mit Alt und mittlere Maustaste können wir hin und her schieben. Okay, so unser Modell hier, ganz normal, hier sieht man durch, weil keine doppelwandige Objekte verwendet haben, aber das spielt keine Rolle. Man schaut ja hier nicht runter. Substance Painter, wie gesagt, arbeitet mit Layers wie Photoshop auch. Immer das Neueste kommt oben rein und wird alles aufgebaut, so wie bei Photoshop Layers. Hier unten haben wir die verschiedenen Materialien, Procedurals, Alphas, wo man kann draufmalen,
Grunges, das sind so ja, Normal Map Muster, die man verwenden kann, Procedurals auch. Es gibt Texturen, es gibt hier Hard Surfaces, ich nehme das etwas weg, die man auch direkt auf dem Modell anwenden kann. Verschiedene so Objekte. Man hat Skins, das ist Hautfarben. Man hat Filters. Man benutzt diverses Pinsel oder Pinselstriche. Es gibt Particles, die werde ich mal erklären in einem Substance Painter Tutorial. Es gibt Tools und Materialien, die schon vordefiniert sind. Man kann sie aber noch ändern. Es gibt auch Smart Materials, die schon komplizierte Verfahren hinter sich haben. Die kann man auch ändern. Und Smart Mask gibt es auch, um Dreck auf dem Objekt zu malen oder die Edges rostig zu machen und so weiter und so fort. Dann haben wir noch Umgebungsbilder hinten dran und Farbprofile. Das werden wir alles in einem separaten Tutorial. Bei diesem Tutorial geht es darum, zu erlernen, wie man mit diesem Programm diesen Hydrant texturieren kann. Wie man hier sieht, auf der Texture Setlist sehen wir unser Material, das wir im Blender gesetzt haben. Man könnte diese Modelle im Blender auch statt nur einteilig mehrteilig machen. Man könnte zum Beispiel ein Material für den Deckel geben, ein Material für den Körper und ein Material für den Fuß geben und dann kann man sie separat behandeln. Es kommt immer darauf an, wie kompliziert das Modell ist und je nachdem muss man entscheiden, mehrere Objekte zu machen. Okay. Hier die Layers, da werden verschiedene Layer-Typen wie auch im Photoshop vorhanden sein. Wir haben hier, wir können wir diesen Layer löschen. Hier kann man einem Verzeichnis machen mit alle Aktionen drin. Hier habe ich, kann ich Smart Materials, das sind die, da unten könnte ich adden. Hier kann ich ein sogenannte Fill Layer, also füllen mit irgendeiner Farbe oder einem Effekt. Hier kann ich ein normale Paint Layer machen, wo ich die Farbe wählen kann und mit der Farbe malen. Zum Beispiel da unten kann ich ein Rot wählen und dann könnte ich hier dann malen. Mein Objekt malen, wie ich will. Ctrl Z. Ich kann auch hier die Höhe des Modells respektiv ja, was soll ich sagen, den Relief von den Effekten erhöhen, das ist eine optische Täuschung, damit man, wenn ich hier male, sieht man, wie sich das erhöht, das ist wie aufgeschweißt. Wenn ich näher zoome, hat man das Gefühl, das steht weiter oben. Wenn ich die Height-Werte auf Minus setze, dann ist es wie eingraviert. Okay, und wenn ich das wieder auf Null stelle, hier, Entschuldigung, dann ist es ganz normal nur gefärbt ohne irgendwelche Effekte.
Das gleiche hier, wenn ich die Roughness, das ist die Rauheit des Objekts, verstelle, dann sieht man, wenn ich hier meine Farbe, er wird glänzig, sehr glänzig so, und so wird er rau. Genau gleich mit der Metallic, wenn ich hier Metallic schraube und die Roughness auch, dann wird er ganz glänzig und metallic. Das sieht man besser, wenn eine Farbe drauf ist. So, belassen wir das in etwa auf 0 im Moment. Also mit dem erreicht man, dass man den Objekt metallisch macht oder weniger. Mit dem erhöhe oder vermindere ich die Rauheit des Modells. Das heißt, wenn nicht metallische Objekte sind, dann ist eher die Rauheit groß. Wenn metallische Objekte sind, dann ist sie im Minus. Da unten habe ich noch die Normal, und die Normal, das ist auch eine optische Täuschung, wo ich gewisse Effekte im Körper reinmalen kann, ohne die Polygone zu verändern. Das ist nur eine optische Täuschung auch. Ich kann hier all diese Kanäle da unten ein- und ausschalten, zum Beispiel den Color. Ich brauche zum Beispiel keine Höhe jetzt, dann schalte ich sie aus. Ich brauche auch keine Rauheit, keine Metal und keine Normal. Das kann ich alles ausschalten oder wieder einschalten. Wenn ich sie hier ausschalte, dann habe ich hier keine Möglichkeit mehr, irgendwelche Einstellungen am Farbkanal zu machen. Bevor man beginnt, sollte man noch diese Texturen backen, wie man sagt, und zwar die Ambient Occlusion, die Dicke des Modells. Das sind alles Map, die man machen muss. Die muss man zuerst backen, damit sie auf dem Modell angewendet werden. Wichtig ist, Modelle und Objekte in Substance Painter müssen vorher ungewrappt sein, ansonsten funktioniert das Malen, Texturieren nicht. Es muss ungewrappt sein. Okay? Damit wir diese Maps backen können, gehen wir hier auf dieses Menü hier, Texture Set Settings, und by the way, ich benutze die Version 2018. Es gibt vorherige Versionen, die sehen alle mehr oder weniger gleich, haben aber diese Menü etwas anders dargestellt. Bei dieser Version ist es hier, aber es heißt immer gleich Texture Set Settings. Da sehen wir diesen Menü hier. Wir stellen hier, und ich arbeite meistens in 4096 Auflösung, sehen wir hier diesen Menü mit der Back Mesh Maps. Und übrigens, es gibt es auch in Deutsch, glaube ich, dieses Programm. Ich habe mir daran gewöhnt, alles in Englisch zu haben, weil ich aus der Informatikwelt komme. Und früher gab es nur englische Programme vor 30 Jahren. Und darum habe ich mir das so eingerichtet, dass ich immer mit englischen Versionen arbeite. Es gibt auch den Vorteil, dass viele Tutorials nur auf Englisch sind und nicht auf Deutsch, darum. Aber ihr könnt auch mit der deutschen Version arbeiten. Also, wir gehen hier auf Bake Mesh Maps. Und dann habe ich hier verschiedene Sachen, die ich wählen kann. Also die Output Size würde ich hier auch auf 4096, das ist die Density, also die Intensität des Modells.
Dann würde ich hier, wenn man kein Low Poly und High Poly Mesh haben, würde ich sagen, Use Low Poly Mesh als High Poly Mesh. Das klicken wir auch an. Und hier können wir alles backen außer die ID. Die ID haben wir nicht gemacht, die Material-ID im Blender, aber das brauchen wir im Moment auch nicht. Den Rest würde ich belassen. Und dann haben wir hier die Möglichkeit Bake Matte Hydrant Mesh Maps. Wenn das Objekt mehrere Teile habt, dann gibt es hier ein anderes Button, der heißt Bake All Texture Mesh Maps. Und dann müsste man diesen klicken, dass alle gebacken werden. Ich klicke hier und dann geht es ein Momentchen, bis er alle Maps gemacht hat. Das sollte relativ schnell gehen bei diesem Modell. Und man sieht dann nachher, also wir können diesen schließen. Lässt er im Moment nicht zu, weil er hier noch am Arbeiten ist. Okay. Sollte gleich fertig sein. Und diese Mappen, die sehen wir hier unten nachher und wir können sie anwählen oder nicht. Hier sieht man sie. Er hat eine Normal Map gebacken, die World Space Normal, die Ambient Occlusion, die ist sehr wichtig. Die kann ich, weiß nicht, ob ich sie löschen kann. Nein, das kann ich nicht, sonst muss ich sie wieder backen. Aber man sieht es hier deutlich, wenn ich reinzoome, wie die Ambient Occlusion hier schön gearbeitet hat. Man sieht die Schatten hinter den Schrauben, man sieht die Schatten hier unten, also das sind auch nur Täuschungen, aber das macht das Modell interessant. Auch hier sehr schön gemacht. Okay, dann schließen wir diesen und beginnen wir mit dem Texturieren. Und das ist eine Sache, die muss man einfach ausprobieren und basteln und versuchen, das Beste herauszuzoomen. Übrigens noch eine wichtige Information: wenn man Shift und die rechte Maustaste drückt, dann kann ich mein Licht ändern, meine Lichtverhältnisse, und da sehe ich die Details etwas besser. Hier unter Display Setting kann ich auch meine Umgebungsmap, die ist jetzt diese Panorama hier, gibt es verschiedene, weiß gar nicht mehr, wo sie ist, die heißt hier Panorama und die ist defaultmäßig ausgeblendet. Ich kann hier die Environment Opacity raufstellen und dann sieht man den Hintergrund ganz diffus und wenn ich den Environment Blur runterschraube, dann sehe ich diese Umgebungsmap. Und diese Umgebungsmap ist nichts anderes als eine Map, die mir die Lichtverhältnis auf meinem Objekt spiegelt und das Licht auf dem Objekt wirft. Wenn ich sie wegnehme oder wenn ich eine andere Map wähle, zum Beispiel diese Studio 3, dann habe ich komplett anderes Licht. Ich kann auch diese da wählen. Und wenn ich meine Metallic und Roughness verändere,
Ja, jetzt habe ich kein Material drauf. Dann sieht man auch die Spiegelung besser. Aber wie gesagt, man kann verschiedene und eigene Maps noch. Das sind HDR-Files, die kann man dazu hinzufügen und dann hat man andere Lichtverhältnisse. Ich nehme wieder die Default Panorama und blende sie wieder raus. Im Moment zum Arbeiten ist es eher störend. Okay. Also, legen wir los. Wir löschen diesen Default Layer, den brauchen wir nicht. Und dann gehen wir hier auf Add a Fill Layer, fügen den hinzu, doppelklicken und benennen wir Base Paint, also Grundfarbe. Ich habe mir das gewohnt, auf alles auf Englisch schreiben, also macht, was ihr wollt. Hier unten, ich will nur die Grundfarbe hinzufügen, also brauche ich hier die Channel, nur den Channel Color, Höhe, Modell, Rauheit, Metallheit und Normal Map. Lösche ich raus, respektive deaktiviere sie. Und hier unten kann ich auf diesen Balken klicken und mir mein Hydrantenrot wählen. Und wenn ich nebenbei klicke, dann verschwindet diesen Modul. Ich wähle mir ungefähr die Farbe, die ich hier will. Und schon habe ich mein Objekt in der Farbe, in der Grundfarbe, das ich will, vorbereitet. Wenn ich hier die Rauheit und Metall erhöhe, dann sieht man dann, wie diese plötzlich so richtig metallisch und spiegelig wird. Wenn ich die Rauheit noch mehr erhöhe, dann sieht man alle Spiegelungen des Panorama im Hintergrund, diese Panorama-Umgebungslicht. Und wenn ich sie zurücknehme, dann wird das Modell wieder rauer, das spiegelt sich nicht mehr. Ich nehme die Metallic-Funktion auch etwas weg. Ich lasse sie bei 04. Übrigens, hier kann man auch klicken und direkte Informationen eingeben. Punkt 4 und meine Rauheit, die belasse ich glaube ich auch bei 04 ungefähr. Wie gesagt, das ist immer ein ewiges Prüfen und Probieren, bis man das hat. Nun möchte ich etwas Struktur in diese Farbe reinbringen, so wäre sie wie neu, wie frisch aus der Spritzkammer. Das will ich nicht. Ich will ein etwas älteres Modell haben. So füge ich hier nochmals ein Fill Layer hinzu. Den benenne ich High Details. Es könnte ja höhere Detail und dazu brauche ich kein Color. Ich will nur die Höhe des Modells ändern, also die Höhe der Farbe Pigmente. Also wähle ich mein Color weg, meine Rauheit auch, mein Metal auch und mein Normal auch. Ich brauche nur diesen Height hier. Dann gehe ich hier auf Grunges und hier kann ich suchen nach Fraktal heißt es, glaube ich. Fraktal. Nee, das ist nicht da. Dann kann ich meinen Filter rausnehmen und Fraktalsum hier. Fraktalsum Base heißt. Den markiere ich und ziehe mir diesen in diesem Kanal Height rein.
Und wie ihr seht, habe ich hier mein Muster drauf. Wie gesagt, es ist eine optische Täuschung. Und das muss ich jetzt mit meinen zur Verfügung stehenden Parametern muss ich diesen ändern. Und da habe ich verschiedene Möglichkeiten. Ich kann hier die Balance ändern, damit es unregelmäßig wird. Ich kann hier mit Random ein Zufallsmuster generieren. Ich kann hier den Kontrast etwas anheben oder runterschrauben. Hier gehe ich wieder auf 0,5. Ich kann hier unten die Noise-Parameter, wenn ich das scrolle, kann ich hier öffnen. Kann ich die Rauheit dieses Effekt etwas runterholen. Und wenn man ganz nah zoomt, dann sieht man hier die Struktur, die sich ändert. Und das würde ich so belassen, in etwa, sagen wir 0,5 oder besser 0,6. Dann sieht man etwa die Farbstruktur beim Spritzen des Hydrant. Die Farbkonsistenz gibt diese Struktur aus. Ich kann die Global Opacity auch etwas verändern und schauen, wie sie sich das macht. Ich belasse sie so, sagen wir bei 0,8 in etwa. Und wenn ich jetzt mit Shift rechte Maustaste mein Licht verändere, dann sehe ich überall, wie sich dieses Effekt auf die ganze Oberfläche schön verteilt hat. Übrigens, diese Linien da, das sind die Seeds, das heißt die Nähte, wo wir unser Modell geschnitten haben. Das sehen wir da, das sehen wir wahrscheinlich da unten auch. Um dies zu verhindern, gehe ich hier auf Projection und wähle meine Triplanar Projection. Da gibt es so einen Käfig dazu, den kann man hier oben ausblenden, damit er einen nicht stört. So sind meine Nähte weg. Und habe keine störende Nähte mehr. Okay. Ich habe das Gefühl, das ist mir fast zu metallisch. Darum gehe ich hier unten wieder auf meinen Base Paint und ich stelle mein Metallic auf 0,5 wieder. Und die Rauheit auf 0. Ups, das war nicht gut. Ja, etwas glänzen darf er, aber nicht zu viel. Ich glaube, das ist des Guten zu viel. Lassen wir ihn bei 0,5. Perfekt. Okay. Nun könnte ich jetzt hier oben weitere Effekte hinzufügen. Für das brauche ich, mach nicht wieder ein Fill-Layer. Ich möchte alle High-Details da oben belassen. Also kann ich hier
wieder ein Add-Fill machen. Und dann generiert er mir einen Sublayer von diesem High Details. Den könnte ich benennen Bläschen zum Beispiel. Und ich brauche hier kein Color, den will ich behalten. Die Höhe bleibt, die Roughness brauche ich auch nicht, Metal auch nicht und NRM auch nicht. Und dann suche ich mir hier aus diesen Grunges, glaube ich, heißt die Cloud. Das ist nicht hier, das ist unter den Procedurals. Cloud. Und ja, diese. Das bedeutet immer, das Weiße wird hervorgehoben vom Modell, das Schwarze wird nicht hervorgehoben. Darum sind sie grau-weiß. Schwarz. Also nehme ich mir ein Cloud 2 und ziehe es auch hier auf dem Hide-Kanal und man sieht hier wiederum das Modell. Das sind nicht die Bläschen, aber spielt keine Rolle. Ich kann hier auch meine Noise-Parameter da unten kann ich etwas skalieren. Größer mache, weniger, ich belasse das bei 0. Mit der Balance schraube ich das etwas unten. Ich kann auch hier die Scale und hier die UV Projection wieder auf Triplanar stellen. Und dann das schließe ich wieder. Und dann meine Balance wieder etwas stellen. Und hier habe ich keinen Regler, um diese Struktur zu erhöhen. Also werde ich hier mein Scale, das sind die UV Scales, statt nur einmal zu projizieren, versuche ich das mit einem Wert von 5. Dann werden diese Bläschen fünfmal auf dem Objekt projiziert. Und hier mit dem Level vom Layer kann ich etwas zurückgehen. Macht aber nicht. Wieso? Ist die Hardness? Nein, die bleibt auf diesem Wert, also muss ich vielleicht mit dem Kontrast arbeiten und mit der Balance, damit ich nur so Punkte drin habe. Ich könnte diese etwas nach unten gehen. Parameter. Ja. Den Disorder kann ich etwas ändern, damit sie nicht gleich mäßig sind. Wir schauen uns das mal an. Das sind so kleine Bläschen. Ich kann hier den Channel auf Screen stellen. Macht er gerade ein Autosaving. Mal schauen, ob ich das etwas verändern kann. Nee. Dann gehe ich auf Random. Und verändere noch ein bisschen. Damit. So, in etwa so. Dann füge ich mir ein neues Fill dazu.
Ich brauche keine Color, keine Height, Metal und NRM. Und dann suche ich mir hier unter Procedure Grunge Scratches heißt es, glaube ich. Genau. Grunge Scratches, die nehme ich und schmeiße mir auch hier in meinem Höhe-Channel. Und wenn ich ganz nahe gehe, dann sehe ich, hier hat er mir diese Scratches, ich suche das Wort auf Deutsch, ja, Kratzer, reingetan. Und hier kann ich das auch abschwächen, etwas abschwächen. Ich kann hier sage, mach mal ein Random, damit der andere Muster setzt. Ich gehe hier auch auf Triplanar Projection und kann auch hier auf Screen gehen, damit er über alle Layer geht. Ich kann hier das etwas ändern. Ändert mir aber nicht viel. Ich kann sie hier auch dreimal projizieren lassen, damit es etwas anders wird. Und den Kontrast könnte ich erhöhen. Dann belasse ich so. Die Balance, die lasse ich etwas so. Und die Brush Pattern, das brauche ich nicht. Belassen wir das mal so. Okay. Diese Metallic Roughness, die geht mir auf den Keks. Darum werde ich die Metallic hier unten ganz abschwächen auf 0 und vielleicht, ja, die lassen wir auf 0 auch. So. In etwa so. Könnte auch den Metallic wegnehmen. Belassen wir das so, und bei diesem da ist okay. Man sieht schön diese Struktur, das ist wie Staub drauf. Hier sieht man das besonders schön, und hier. Nun möchte ich etwas Rost hinzufügen, dafür gehe ich auf ein neuer Fill Layer, Rusty Touch, sagen wir. Dann suche ich mir hier unten, was brauche ich? Den Color bleibt normal, Roughness, Metall und NRM brauche ich auch nicht. Ich brauche gar keinen Layer hier, dann lösche ich mir und suche ich mir hier unten bei der Smart Materials oder Materials besser gesagt, gibt es ein Rust Coarse. Den nehme ich und schiebe ich darüber ganz oben, damit er ober am High Details Layer ist, und lasse den los. Und jetzt hat er mir das ganze Hydrant mit diesem Rostmaterial eingefärbt. Macht's aber nicht.
Damit ich nur Teile von diesem Hydrant mit Rost bedecken kann, habe ich die Möglichkeit, hier eine Maske hinzuzufügen. Und zwar eine Black Mask. Und wenn ich jetzt, also die Black Mask, alles was schwarz ist, ist unsichtbar und alles was weiß ist, wäre sichtbar. Ich könnte hier, wenn ich mit weiß male, meinen Rost herauszaubern. Voilà. Könnte ich so machen. Ich könnte auch meine Pinsel etwas kleiner machen. Könnte ich hier zum Beispiel. Ups. Das sollte nicht passieren. Also könnte ich hier gewisse Kanten etwas rostig machen. Könnte hier bei meinem Sechskant auch etwas Rost hinzufügen. Alles so Zeug, das mache ich rückgängig, weil wir das eben was anders machen, und zwar fügen wir hinzu ein Fill-Layer und dann schmeißen wir auf Screen mit einer Triplanar Projection. Sieht aber scheiße aus. Aber wir könnten den das so schmeißen. Nee, das können wir nicht. Voilà. Ich habe jetzt mit einem Dirt Generator mein Rost hervorgeholt. Ich kann den Dirt Level, das heißt, die Höhe des Schmutzungsgrad, kann ich hier verringern oder vergrößern. Muss etwas reinzoomen, dann sieht man das etwas besser. Voilà. Ich kann das noch etwas verkleinern, wenn ich will. Ich sage hier Use Triplanar Yes, respektive On, damit ich die Seams nicht sehe. Ich könnte dann die Höhe des Dreckes etwas ändern, respektive die Sichtbarkeit, wie viel Dreck soll angewendet werden. Ich könnte das so skalieren, das belasse ich so, und ich kann den ändern. Diesen Dirt Generator geht auf die Curvature Map los, es geht auf die Ambient Occlusion Map los und all da, wo zum Beispiel in der Ambient Occlusion dunkel gemacht wurde, da wird auch diesen Generator angewendet,
um das so hervorzuheben. Ich kann das auch etwas stärker machen. Perfekt. Nun könnte ich noch weitere Generatoren hinzufügen, zum Beispiel den Metal Edge. Und wie man sieht, überall bei den Edges holt er auch hervor, mein untere Layer hervor, das heißt hier die Mask von diesem rostige Metallgenerator, und auch hier kann ich das abschwächen, dass nicht so viel angewendet wird von diesem Effekt. Sieht das wunderbar hier. Dann sind alle Kanten werden etwas in Mitleidenschaft gezogen. Das will ich auch. Ich kann hier auch verschiedene Parameter setzen, wie viel von dieser Curvature benutzt werden soll. Und das ist eben die Curvature, ist gemeint, die Kurven, die eine Edge hat, um wenn wir den Subsurface Modifier angewendet haben im Blender, macht er hier eine Rundung von dieser Kante hier, und da wird dann die Curvature weit angewendet, wie gewichtig das sein soll oder nicht. Und so habe ich mein Hydrant etwas verändert, damit er nicht so neu aussieht. Ich könnte noch weitere Details hinzufügen hier, ob das von Nütze ist. Ups, das war der falsche. Ich kann weitere Fills und Procedurals dazufügen. Spot. Aber diese da waren, oder diese. Die kann ich auch auf dem Base Color zum Beispiel. Nein, das ist falsch, aber auf der Höhe. Und dann kann ich auch diese, die Balance runternehmen. Ich kann hier auf Screen wieder gehen. Und das so verhindern. Ich brauche zwar den Color und Rauheit, Metal brauche ich nicht. Ich könnte das gleiche, glaube ich, auch hier. Ja, wenn man hier reintut, dann sieht man diese Bläschen da. Und ich könnte hier dann diese, sagen wir, 15 Mal, 15 Mal duplizieren. Da habe ich so einen Effekt. Und dann kann ich mit meiner Balance dir etwas abschwächen. Oder hier mit meinem Level, Fill Level, kann ich dir noch etwas mehr abschwächen. Und da sehe ich den Unterschied.
dann hier kann ich das ausschalten oder einschalten, mein Effekt. Da habe ich noch so Bläschen drauf. Hier machen wir auch eine Triplanar. Und mein Kontrast etwas anheben. Das muss man immer probieren. Da unten müsste ich das etwas abschwächen. Im Roughness-Kanal und nicht auf dem Farbkanal. Natürlich. Hier kann ich das etwas abschwächen. Ich kann den Kontrast etwas erhöhen. Dann lasse ich aber lieber da unten. Ich kann ein Random Seed machen, damit sie etwas anders verteilt werden. Kann es etwas erhöhen. Aber so gefällt mir das, wenn ich nah ranzoome und mein Licht verstelle, dann sieht man diese Bläschen. Das ist auch Dreck vom Wasser, vom Regen. Und somit habe ich meinen Hydrant etwas verändert und in eine Variante gebracht, die brauchbar ist für ein Ingame oder was es auch ist. So, ich denke, das war eine schnelle Abreibe, was man mit Substance Painter machen kann. Wenn ich zufrieden bin mit meinem Resultat, kann ich hier natürlich safen. Das würde ich euch empfehlen, von Zeit zu Zeit zu speichern, weil ansonsten auch die Gefahr läuft, dass ihr dass ein Crash erleidet und dann ist alles futsch. Also speichern regelmäßig mit Ctrl S und dann, wenn ich zufrieden bin, hier File, File Export Textures und dann hier kann ich wählen, welche Mappen vorhanden sind. Man kann auch sagen, ich brauche nicht alle, also kann ich die in diesem Konfigurator hier kann man sich diesen PBR-Metall rauf kopieren und das wäre diesen da und sage, ach, ich brauche das nicht alles, also mache ein Duplikat davon, den benenne ich Levi PBR rauf zum Beispiel und dann sage ich, ich brauche nur den Base Color, das ist die Diffuse Map. Ich brauche die Roughness, Metallic und Normal. Die Höhe brauche ich nicht unbedingt. Die Emissiv auch nicht. Scattering auch nicht. Specular Level brauche ich auch nicht und die AO brauche ich. Und somit, wenn ich hier den Levi PBR Rough wähle, dann habe ich diese Map zur Verfügung. Ich wähle hier meine Dokumentsize und je nachdem könnt ihr wählen, was ihr wollt. Diese 8 Kilo ist experimental, das bedeutet, sie ist noch nicht so stabil. Aber diese 496 oder 248 ist okay. Ich kann hier wählen, wo, dass ich mein meine Textur haben möchte. Und ich sage hier Matt Hydrant zum Beispiel. Select Folder und dann Export. Und PNG, ich würde wählen PNG. Ihr könnt nachher immer noch auf DDS umwandeln, falls ihr das braucht. Also PNG. 8 Bits ist okay.
und dann Export. Und jetzt exportiert er mir diese, ich kann hier sagen Open Folder, und hier sind meine Textures. Das ist die A&O, Ambient Occlusion. Das ist die Diffuse, also das, die Grundfarbe. Das ist die Metallic. Man sieht, hat ganz wenig Weiß drin, also sollte nicht glänzend sein. Das ist die Normal Map. Und das ist hier die Rauheit Map. Okay. Soweit, so gut. Ich denke, ich konnte einen Einblick geben in Substance Painter und wie man das texturiert und das Anwenden von dieser Textur geschieht hier nachher im Material. Man kann hier einen Node-Editor wählen und dann hier ich habe hier einen speziellen Shader, den ich gekauft habe. Dann muss ich zuerst noch linken. Aber das geht zu weit. Das machen wir in einem weiteren Tutorial. Ansonsten sind wir mit der Zeit schon viel zu weit hinüber. Okay, ich hoffe, ihr konntet was lernen. Wie immer, wenn Fragen auftauchen, bitte in meinem Channel. Und ich werde mich bemühen, einen erweiterten Substance Painter Tutorial in Deutsch zu machen, damit man die Bedienung von Substance Painter besser kennenlernt. Wie gesagt, im Substance Painter hat man unzählige Möglichkeiten und man muss einfach mit diesem Programm arbeiten und verschiedene Einstellungen, verschiedene Effekte hinzufügen und schauen, wie das aussieht. Aber ich finde das ein tolles Programm und ja, ich wünsche euch viel Spaß beim Probieren, beim Testen und würde mich freuen, wenn ich Bilder sehen würde von euren Kunstwerken, von euren Hydranten, so damit man sieht, welchen Fortschritt ihr macht. Okay, wünsche euch viel Spaß und tschüss, bis zum nächsten Mal.